Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Aven Colony. Und wir bauen weiter, wir bauen jetzt hier hinten diesen Luftfilter her. Ich will den jetzt hier hinten haben, erstens weil die Mission sonst nicht weitergeht und zweitens, wir brauchen das Scheißding ja. Entschuldigung. So, hier brauchen wir definitiv mehr Arbeitskräfte. Und hier auch. Hier drin ist relativ wenig Belastung, also wir haben ja auch überhaupt keinerlei Stress auf dem Arbeitsweg, weil hier einfach niemand durchgeht. Ja, also es ist so wenig Leute auch da. Das hier müssen wir eines Tages auch mal abbrechen, weil wir haben nämlich das Problem, dass die alle hier durch müssen. Durch diese Lagereinheiten. Und hier wird auch, hier werden halt in diesen Modulen werden halt Sachen gelagert, die brauchen wir später nicht. Da brauchen wir eher Wege, damit die Leute sich verteilen. So, Naniten nehmen wir natürlich. Ist auch okay. Okay, wir sollen das Quokka-Dings da sollen wir exportieren. Das heißt, wir machen das mal ab. Und wir holen uns Melonen rein. Und in der Zwischenzeit möchte ich ganz gern mal eine Farmstufe 3 aufbauen und möchte Mais produzieren. Aber das geht hier super schlecht, ne? Im Winter wird halt gar nichts angebaut. Das hier geht schon mega gut ab eigentlich. Machen wir hier mal her. Und dann bauen wir Mais halt im Winter an. 3, was haben wir hier? 3,9. Machen wir halt hier ein bisschen Maisfarming. Okay. No. Drei Gebäude sollen wir bauen, das machen wir. Wie schaut's aus? Winter. Okay. Pass auf, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir haben Sauerstoff, wir haben Happiness. Und wir müssen mehr Leute reinbekommen. Wir haben Nahrung ein bisschen Engpass, aber das ist okay. Plasmatürme sind natürlich heftig. Okay. Windturbinen sind, finde ich ja mega, ne? Aber ich bräuchte eigentlich irgendwas, was Energie bringt. Mini-Lagerhallen sind halt auch geil. Aber verschwinden irgendwie so ein bisschen in der Kolonie, ne? So eine Mini-Lagerhalle hier. Das ist schon halt echt nicht viel. 1000 Einheiten gehen da rein. Und das hier ist ein Wohngebäude. Landegerät aus der, von der Prometheus her. Da, naja gut. Irgendwo muss es ja herkommen, das gute Zeugs. Okay. Wir arbeiten ganz steil daran. Okay, 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 okay. Pass auf, wir brauchen nicht mehr Wohnraum, weil wir einfach schon mehr als genug Wohnraum haben. Und wir brauchen jetzt mal Folgendes. Ich will mal ganz kurz wissen. Ich will mal ganz kurz was wissen. Und zwar, wenn wir hier weiter wollten, müssten wir hier nochmal... Wobei, ich will eigentlich eher darüber. Ich will eigentlich eher darüber. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, mich reizt dieses Gebiet hier. Das ist unser Nahrungsspeicher. Den würde ich ganz gerne voll machen. Okay. Okay, eine Schrubberdrohne. Im Augenblick gerade nicht. Hängen die immer noch hier drin rum? Ja, die werden hier geladen, diese Drohnen. Ah, hier geht schon ein bisschen mehr, ne? 16, 10 von 16 wohnen bereits hier. Ist cool.
können wir jetzt mal bauen. So. Bauen einen Energiespeicher, ne? Das können wir machen. Aber ganz ehrlich, mein nächster großer Auftrag wird sein, baue mal entweder neue Einwanderungszentren oder irgendwas anderes, aber keine Ahnung. Wir brauchen irgendwas, was uns ein bisschen mehr Einwanderung beschert. Mehr Einwanderung wäre extrem wichtig, finde ich. Und vor allen Dingen mehr Energie. Was, glaube ich, eins dem anderen bedingt, ne? Weil hier wird er auch nicht richtig 80%. Mal sehen, was ist hier? Besetzung. Kolonisten werden gegenüber Gebäuden auf hoch, normaler oder niedrig lieber in diesem Gebäude arbeiten und versuchen alle Arbeitsplätze auf jeden Fall. Also hier muss man auf jeden Fall besetzen. Das ist extrem wichtig, dass wir hier Energie haben. Und da können wir... Ah, okay. Speicherenergie. Da können wir... Ah, das ist ja jetzt geil gelöst. Okay, da muss das nicht mehr im Einzelnen machen. Bin ich froh drum. Progress is satisfactory. I've been authorized to provide your colony with a small reward. Choose wisely. Zuwanderer auf jeden Fall. Ich will die Zuwanderer haben. Ganz ehrlich, es geht nichts als, wir brauchen definitiv mehr Beschäftigung. Und mehr Zuwanderung ist hier die richtige Wahl gewesen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir brauchen einen Blitzturm. Und ein Habitat. Okay, einen Blitzturm können wir bauen. Den müssen wir strategisch clever bauen. Am besten so, dass die Kolonie auch geschützt ist. Damit könnten wir hier das, die Mehrzahl der Kolonie schon mal abdecken. Und dann bauen wir hier nochmal ein Habitat her. Auch um das dann später mal hier aufräumen zu können. So, Potage, Naniten und Weizen. Wie schaut es hier drin aus? Da haben wir noch Platz. Ja, das speichert sehr, sehr langsam Energie nur. Ach nee, warte mal, wir sollen ein Habitat bauen, ne? Ah, das war ein Außenposten. Okay, es macht eigentlich auch nichts. Weil wir jetzt auch wieder mehr Kolonisten haben. Ja, die sind alle schon ein bisschen voller. Arbeitsweg, irgendwas stressig? Nö, auch nicht. Da hinten... Arbeitswegstrafe, warum? Weil die so weit hinten sind, oder was? Weiß ich nicht. Okay, dann pass auf, dann bauen wir jetzt mal so ein großes Habitat. Das bauen wir hier mal her. Weil das der geschützteste Ort durch diesen Blitzturm auch ist. Nutzung von Elektrizität, Reichweite anzeigen, ist klar. Gucken wir mal. Your colony could benefit from a higher level of food output. Okay. Und das hat jetzt 36 Einwohner. Okay. Und das können wir halt, wie gesagt, beliebig aufrüsten. Aber ich möchte jetzt ganz gerne nochmal Wege aufmachen. So. Ich habe ein spezielles Assignment für Sie. Öffnen. Okay, das kriegen wir hin. Lemonade! So, okay. Next, ich versuche jetzt mal irgendwann in den Zwischendimensionen mal ein bisschen unsere Energie zu sparen. Okay, warte mal, was können wir hier machen? Import Pasta. Mais gegen Reis. Das finde ich aber weniger cool. 60 im Inventar, 6 im Inventar, 15 im Inventar. Wir haben aber selber genug Mais.
Da haben wir relativ wenig, aber da auch. Also das ist alles ein bisschen unglücklich hier. Machen wir das mal so. Hello, Chief. I have a new... Okay, importiere Mais. Gerste war das, ne? Nee, doch Mais. Dann machen wir es gegen Reis, das kommen wir am schnellsten hin. Import von Export, okay. Okay, hier schaut es eigentlich ganz gut aus soweit. Also ich bin da relativ entspannt auch gerade. Wir haben sehr viel Nahrung. Und das ist eine Außentüre oder was? Ah, das war nur... Okay, war nur ein Fehler. Oh, das ist ja schick hier. Diesen Blitzturm finde ich im Übrigen auch ziemlich cool. Aber wenn ich noch nicht genau weiß, was der macht. Weil ich wahrscheinlich bei Stürmen irgendwie uns abschotten oder sowas. Ich weiß es aber nicht. Eisenmine. Produziert Eisen. Was produziert diese Mine? Auch Eisen. Jetzt warte mal ganz kurz. Die kommen eigentlich gut hinterher. Also da brauchen wir noch nicht noch mehr abbauen. Wenn, dann müssten wir mehr umwandeln. Aber das ist auch eine ziemlich knappe Geschichte hier weit. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Oh, wir nähern uns jetzt langsam dem Winter. Ja. Haben wir schon gemerkt. Natürlich auch cool, wenn du hier so geschützte Gänge hast, ne, und dann dir nichts was anhaben kann. Auf der anderen Seite, wenn das dein einziger Schutz vor der Umwelt hier ist, kann es natürlich auch schwierig sein, wenn da mal ein Riss drin ist, dann geht die ganze Kolonie zum Teufel. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht, ob das so geil ist, aber auf der anderen Seite, ich fände es irgendwie schon geil. Kann ich mir nicht helfen, ne? Ich bin da ein Weltraumromantiker, ja, möchte ich fast sagen. Okay, nochmal ein ganz kurzer Blick riskiert, meine Lieben. Ein kurzer Blick riskiert. Können wir einen zweiten Nanitenprozessor bauen? Ist das möglich? Warte mal ganz kurz. Können wir. Dann bauen wir. Und rüsten diese Mine hier hinten auf und die hier vorne auch noch. Ich brauche diese Rohstoffe. Okay. Am besten auch, wie gesagt, dass wir dann halt alles nacheinander auf Maximum bringen. Wir haben nämlich 6 Eisen hier auf hoher Kante. Und das sollte jetzt, wenn das alles aufgerüstet ist, sollte das ein bisschen besser gehen. Gucken wir mal. Ich brauche unbedingt mehr als 1 pro Sekunde oder was das da ist. Pro Zyklus. Das ist mir einfach zu wenig. So. Das heißt, wir geben hier mal auf jeden Fall Besetzungspriorität rein. Genauso wie hier. Und hier auch. So, hier wollen wir auf jeden Fall Besetzungspriorität haben. Neue Zuwanderer. Und da haben wir ein Import-Export-Geschäft gemacht. So, jetzt kommt nämlich da ein bisschen mehr rein und das hilft uns dann doch weiter. Energiespeicher werden wir hinten auf jeden Fall mal aufrüsten. Und das haben wir schon auf Maximum. Aber 6 Energie ist schon ein bisschen mager, oder? Also für so ein Ding. So, was können wir noch bauen? Unterstützt Drohnen, die automatisch Creep-Infektionen von Gebäuden innerhalb des Fischern. Okay. Unterstützt Drohnen, die in der Umgebung patrouillieren, Kolonisten sowie Gebäudeeindämmung der Kriminalität überwachen. Und jetzt haben wir die erste unzureichende Energie. Das heißt, wir gucken jetzt mal das Energie-Overlay an. Wir haben hier Energieausfälle im Zuwanderungszentrum.
Hier können wir die Energie mal bewusst runterfahren. Eventuell bleibt dann ein bisschen was über. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass wir jetzt mal ein bisschen mehr Energie farmen können. Das werden wir jetzt auch tun, indem wir hier halt auch mal ein bisschen unsere Flügel ausspreizen und mal gucken, was ist eigentlich hier so in der Umgebung. In dem Fall ist natürlich das hier ganz, ganz geil. Weil wichtig. Müssen wir rankommen. Und meine Lieben, das und noch vieles mehr machen wir auch. Aber in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben. Ich wünsche euch nur das Beste. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.